Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelly Young, übersetzt von Wolfgang. 29. November 2021. Wenn ihr in einer Beziehung zurückgewiesen wurdet, von der ihr wisst, dass sie liebevoll und angemessen war und ihr euch für euer eigenes Wachstum und eure Entwicklung eingesetzt habt, dann seid nicht ihr es, die von dem anderen zurückgewiesen wurden, sondern die neue Ebene des Wachstums, die von ihm verlangt würde, um die Beziehung fortzusetzen. Diese Menschen sind einfach noch nicht bereit. Lasst die Verbindung mit so viel Liebe, Gnade und Verständnis wie möglich gehen, denn viele werden euch mit ihrem Wachstum überraschen und bereit sein, sich auf ihrem weiteren Weg wieder anzuschließen. Es kommt sehr häufig vor, dass Menschen sich für eine Zeit des Wachstums und der Erfahrung verbinden und sich dann trennen müssen, um ihre eigene Stärke, Ermächtigung oder andere Erweiterungen zu finden, die nur sie selbst finden können. Wenn das geschafft ist, kommen die Seelen oft wieder zusammen und machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Eure bedingungslose Liebe und Einbeziehung lässt die Tür offen, falls, wenn dieses Wachstum stattfindet. Wir bitten euch eindringlich, in diesen Zeiten der energetischen Intensität keine Absolutheiten zu setzen und die Entfaltung zuzulassen. Ihr werdet auf dem Weg viele Überraschungen erleben. Diejenigen, von denen ihr dachtet, dass sie während der gesamten Reise an eurer Seite sein würden, könnten plötzlich von sich aus abspringen. Andere, von denen ihr vielleicht dachtet, dass sie nie bereit wären, sich weiterzuentwickeln, können plötzlich einen solchen Wachstumssprung erleben, dass sie direkt neben euch zurück auf dem Weg sind. Und für andere ist es vielleicht am besten, wenn sie getrennt bleiben, um das Wachstum und die Entwicklung beider Beteiligten zu fördern. Zu sagen "nie wieder" wird eine energetische Tür schließen und zukünftige Optionen einschränken, während zu sagen "nicht jetzt" euch helfen wird, euch in die Akzeptanz zu bewegen und euch für eine zukünftige Wiederverbindung offen zu halten, wenn die Zeit dafür reif ist. Erzengel Gabriel durch Shelly Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, Beziehungen. Denkt ihr dann auch sofort immer an romantische Liebesbeziehungen? Ja, die sind schwierig, die wieder aufzunehmen. Also, da muss ich sagen, da habe ich schon ganz häufig energetische Türen geschlossen. Ja. Dabei ist es gerade dort, bei der Trennung meiner letzten Beziehung, auch meiner längsten Beziehung, die ich jemals hatte, so deutlich gewesen. Ja. Schon, ich glaube, wenige Tage, nachdem ich erweckt wurde und ich viel auch mit ihr darüber gesprochen habe, über alles, an was ich jetzt glauben könnte. Ja, es war noch gar nicht so deutlich, aber ich fand das so spannend, das Thema. Das hat mich einfach nicht mehr losgelassen und ich habe eine riesen Chance darin erkannt, hat sie dann fast wörtlich gesagt, dass sie, und da haben wir noch eine sehr glückliche Beziehung geführt, das war vor unserer Hochzeit, da waren wir verlobt. Also es war ganz klar, dass wir heiraten werden. Wir waren wirklich glücklich miteinander. Also zumindest waren wir die besten Freunde zusätzlich zu den Gefühlen, die wir füreinander hatten. Und sie hat gesagt, das wird uns auseinanderbringen. Und das ist schon krass, oder? Und so kam es dann auch letztendlich. Ja? Ich habe zwar wirklich meines dazu beigetragen, ich war nicht mehr fokussiert auf diese Beziehung, aber das hat ja auch immer zwei Seiten. Natürlich wäre sie jetzt genauso interessiert gewesen an diesen Themen. Ja, ich hätte von dieser Frau niemand weggebracht, ja. Auch schon gar nicht diese Frau. Aber ja, da kam dann die Schulpsychologie hinzu und ich denke auch, dass ihre Therapeutin sie dementsprechend bearbeitet hat. Und da wurden dann ja so Dinge weitergeleitet. So nach dem Motto, wie, da ging es gerade ums Manifestieren, ja, weil das, ja, ich sag mal so, dieser etwas schwierige, esoterische Zweig der wahren Spiritualität ja auch definitiv Probleme
in der Welt verursacht, wenn Menschen einfach denken, sie könnten sich alles wünschen und dann müssten sie nichts mehr tun. Und dabei sind sie noch überhaupt nicht spirituell gewachsen. Das heißt, ihre Manifestationskräfte sind überhaupt nicht entwickelt, ja? Sondern das ist einfach nur, das Ego sagt, oh ja, das hätte ich jetzt gern, das kann man sich wünschen, dann mache ich das jetzt einfach mal. Also wirklich so ganz banal. Und natürlich sind da viele Menschen depressiv geworden, ja? Weil es nicht geklappt hat. Und ja, das war eins der letzten Dinge, die sie mir da weitergeleitet hat, ja. Dass es da ganz viele Krankheitsbilder gibt, ja, von gescheiterten Menschen, die eben ja auf diesen esoterischen Müll, muss man ja sagen, reingefallen sind. Ja. Da ist natürlich auch immer viel Wahrheit dabei. Deswegen ist es auch so schwierig, die Esoterik oder auch das New Age, das dann auch von Marc Passio so despektierlich New Cage genannt wird, dass man es ablehnt. Ja. Man kann es nicht vollkommen ablehnen, weil vieles ist wahr und auch richtig. Nur ist vieles eben sehr inkonsequent. Es ist so leicht gemacht. Es sind lauter Abkürzungen, die nicht funktionieren. Ja, ich kann mir keinen Anhänger kaufen, der irgendwas für mich macht, wenn ich selbst überhaupt nicht bereit bin, spirituell zu wachsen. Ja, das ist eine Machtverschiebung ins Außen und genau das funktioniert jetzt überhaupt nicht mehr. Ja, wer denkt, er könnte sich über irgendwelche Hilfsmittelchen ja, spirituell letztendlich dann zurücklehnen und sagen, das macht es von alleine. Nein, so wird es nicht funktionieren. Und das ist einfach ein Trugschluss. Und natürlich haben wir das alles schon mal probiert. Ja. Ich selbst habe mich immer schwer getan mit Hilfsmitteln, auch mit guten Hilfsmitteln, also gerade Kristalle, ja, die wirklich auch funktionieren. Ja. Kristalle sind im Prinzip eindimensionale Helfer. Ja, und tragen natürlich auch ein wirklich wunderbares Bewusstsein in sich. Die sind nämlich nicht getrennt. Das hilft dann sehr. Meine Heilpraktikerin, meine Freundin, die kann mit ihren Kristallen kommunizieren. Die kann mit ihnen sprechen. Und die erklären sich dann auch bereit, bestimmte Dinge zu tun. Die verhandelt dann auch mit ihr. Sie hat mir das mal länger erklärt. Das ist so süß. Dann erkennt sie zum Beispiel ein Thema bei einem Klienten. Und da geht es dann vielleicht um romantische Liebe, also das war definitiv bei mir der Fall. Und der Kristall hat aber gesagt, nee, so möchte er es nicht machen, sondern er möchte es ganz leicht abgeändert machen. Ja? Und er schlägt dir dann was anderes vor, was er anbieten kann. Und dann sagt sie, ja, das ist auch in Ordnung. Und dann hat sie mir einen Bergkristall mitgegeben, der eben diese Energie für mich ausgestrahlt hat. Ja? Also die können bestimmte Dinge da machen. Und natürlich ist das hilfreich, aber nicht losgelöst von dem eigenen Willen, sich weiterzuentwickeln. Ja? Ich habe Menschen schon Bücher geschenkt, die haben sich danach gewünscht, dass die Ex-Frau des aktuellen Partners an Krebs stirbt. Ja? Wow, oder? Das ist schon heftig. Ja? Haben sich auch nebenbei einen Job manifestiert, was auch funktioniert hat, aber yo, also das ist einfach zu krass, das ist einfach zu heftig. Und natürlich ist das der totale Missbrauch und der schwarz-magische Missbrauch sogar von Dingen, die dann vielleicht sogar einigermaßen funktionieren würden. Ja. Übrigens, diese Ex-Frau hat es deutlich überlebt. Ja. Und ich glaube, dass da Karma zurückgesprungen ist auf diejenige, die das gemacht hat. Und das hat gesundheitlich bei ihr wirklich deutlich zurückgeschlagen, dieses Karma. Kann man nicht anders sagen. Ne? Nicht in Form von Krebs, aber in Form von etwas anderem. Ich möchte jetzt nicht zu deutlich werden. Ich möchte auch nicht, dass die Menschen sich hier bloßgestellt fühlen, wenn ich aus meiner Vergangenheit erzähle und sie sich wiedererkennen. Das möchte ich auch nicht. Aber letztendlich ja, reflektiere ich natürlich auch durch mein Leben diese Themen, die mir dann hier nahegebracht werden durch die Texte. Also bei romantischen Beziehungen, um nochmal darauf zurückzukommen, da tue ich mich wirklich schwer, dass ja irgendjemand wieder in mein Leben tritt, mit dem ich schon durch bin, sozusagen, um es ganz menschlich zu formulieren. Ja. Aber ausschließen möchte ich es auch nicht. Also das ist auf jeden Fall eine neue Idee. Ja. Was schwierig ist daran, ist, dass manchmal hängt man ja an der Vergangenheit. Und wir haben heute gerade einen wunderbaren Text und ich kann echt wirklich allen nur raten, wenn ihr
jetzt wirklich noch Informationen braucht, wenn ihr jetzt wirklich sagt, jo, ich bin ganz neu dabei und für mich ist das alles ein bisschen Neuland, hört euch die ganzen arcturianischen Gruppen-Videos an. Ja? Also die von der arcturianischen Gruppe, nicht der arcturianische Rat, ist auch wunderbar, aber die werden oft nicht ganz so konkret. Die Gruppe, die ist etwas niederschwingender, aus unserer Sicht natürlich absolut sehr hochschwingend, aber eben nicht neuntdimensional und die sind uns etwas näher und die können eher auf unsere Thematiken eingehen und das tun sie auch sehr deutlich in den Texten und dort wird wirklich auf eine wunderbare, sehr deutliche und klare Art alles angesprochen, was uns auf dieser Erde bewegt. Da ist jedes Thema dabei und wir lesen das auch schon recht lang vor, wir haben das relativ früh entdeckt. Es war ja auch immer eine spannende Reise bei Spiritscape, dass man eben neue Texte und neue Medien entdeckt und sich dann eben darauf einstellt und eben diese Texte vorträgt und sie manchmal eben auch übersetzt. Und das haben wir da recht früh gemacht und das war eine der besten Entscheidungen, die wir hier getroffen haben. Ja. Also wirklich sensationelle Texte. Ich kann es wirklich nur jeden nahelegen. Und da könnt ihr auch wirklich alles wiederholen. Natürlich, klar, ab und zu wird in kleinen Abschnitten auch mal auf Aktuelles eingegangen, aber das erkennt ihr dann auch sofort. Grundsätzlich sind es aber allgemeingültige Texte, die zeitlos sind. Und wir haben eh oft sehr viele zeitlose Texte vorgetragen. Aber diese, ja, das findet ihr auch bei uns im Kanal. Da gibt es ja, wenn ihr auf die Kanalübersicht geht, da gibt es dann eben die Playlists. Und ja, die sind ein bisschen komisch sortiert. Ich weiß gar nicht, was da der Sinn und Zweck ist, ja? Weil es ist weder alphabetisch noch nach Datum. Ich check's nicht. Ja? Kann auch sein, dass das für jeden anders sortiert ist. Und wir haben ja sehr viele Playlists. Allerdings, ja, wenn man da ein bisschen sucht, findet man definitiv die Texte der arcturianischen Gruppe. Also das kann ich euch wirklich empfehlen, wer ja, auch so ein bisschen vielleicht Nachholbedarf hat und er sagt, ja, ich würde ganz gern ein bisschen mehr verstehen. Wir haben da jetzt 112 Texte vorgetragen. Also das ist richtig viel Material. 112 wahrscheinlich mal, ja, circa, manche Texte waren länger, aber ich wahrscheinlich so im Schnitt zwischen 10 und 20 Minuten, also wahrscheinlich so 15 Minuten. Ja. Also ist schon was zu tun. Ihr habt auf jeden Fall ein langes Wochenende vor euch. Und das wäre eigentlich auch für mich eine gute Idee, das nochmal anzuhören, wenn ich mir gerade so überlege. Ja. Es sind wirklich unfassbar viele Impulse drin und ja auch ganz tiefes Wissen und natürlich auch knackig vorgetragen. Ist jetzt nicht so, dass auf alles immer ja, ganz explizit eingegangen wird, so wie ich das jetzt hier in den Podcasts versuche. Also ich kann es euch nur nahelegen. Aber weswegen ich das jetzt gerade erwähnt habe, ist Folgendes, dass gerade in diesem Text über die Vergangenheit gesprochen wird und über Menschen, die so ein bisschen auch an der Vergangenheit hängen. Und das ist eben das Schwierige. Also dass man, sage ich mal, seinen Ex-Partner ein bisschen zu positiv sieht und sich diese Zeit zurückwünscht und das vielleicht gar nicht so viel mit dem Partner selbst zu tun hat und mit dem Potenzial, was in dieser Beziehung steckt, sondern eben mit einem Gefühl, dass damals vieles besser war und dass man da eine glückliche Zeit hatte. Ja? Und die hatte ich auch, auf jeden Fall. Ja? Und ich möchte jetzt auch nicht, dass der Eindruck erweckt wird, dass man ja, Menschen, die man verloren hat, dass man die auf jeden Fall zurückbekommt. Das wird ja hier so ein bisschen suggeriert, wenn ich mir jetzt nochmal angucke, wie das jetzt hier geschrieben wird, ja, dass die Seelen oft wieder zusammenkommen. Ja. Aber wahrscheinlich trifft es nicht so sehr auf romantische Beziehungen zu, sondern eben auch auf Freunde und Bekannte. Und da muss ich ehrlich sagen, da warte ich schon drauf. Also, es gibt wirklich sehr viele Menschen, die ich kennengelernt habe, auch in der Musikszene in München und Menschen, die mich jetzt momentan wirklich wahrscheinlich für den größten Vollpfosten des Planeten halten, dass ich mich mit solchen Themen so ausführlich beschäftige und dass ich an so viele komische Dinge glaube. Also da werden wahrscheinlich einige mir attestieren, dass ich den Verstand verloren habe. Aber ja, wenn die erwachen
Und zwar, da geht es nicht um die Genugtuung, sondern es geht wirklich darum, dass ich manche Menschen wirklich unfassbar lieb habe. Also auch ganz viele Menschen, mit denen ich Musik mache, habe ich wirklich furchtbar lieb, immer noch. Ja? Auch wenn das nicht funktionieren wird, weil da ganz viel Ego verletzt wurde, wenn man sich voneinander getrennt hat, weil es auch wie eine Liebesbeziehung ist, wenn man miteinander Musik macht und es dann nicht mehr klappt und man sich dann loseist voneinander oder wenn man vielleicht sogar jemanden rausschmeißt. Ja? Die Menschen kommen besser damit zurecht, wenn eine Band sich auflöst. Das war immer okay, aber wehe, es wird jemand gefeuert. Und noch schlimmer, wie es bei mir war, wir haben ein fettes Abschlussgespräch geführt und alle haben so ihre Meinung gesagt. Also, und dann war klar, ja, eigentlich macht es so keinen Sinn mehr. Und dann haben wir eigentlich gesagt, wir hören auf. Und eine Woche später habe ich gesagt, ja, ich würde dann doch gern weitermachen, aber eben nicht mit den Leuten. Ja. Und aus deren Sicht, und das kann ich vollkommen verstehen, wirkt es so, als ob ich das geplant hätte. Das war aber so nicht. Sondern der Schlagzeuger, der einfach weitermachen wollte, der hat mich im Prinzip belabert, dass wir einfach mit dieser Band auch weitermachen sollten, weil wir eben ja einfach diese alte Musik dann noch spielen können. Wir hatten ja gerade eine CD veröffentlicht oder waren mitten darin, noch Musik zu machen und noch Songs sogar zu schreiben und sie dann eben aufzunehmen und zu produzieren. Und das war schon merkwürdig. Und dennoch hat es gut funktioniert. Also da, das sind jetzt nicht mehr meine Freunde aus der 3D-Sicht, die würden wahrscheinlich, wenn sie mich auf der Straße sehen, die Straßenseite wechseln. Und dennoch haben alle eigentlich in dieser Situation Größe bewiesen. Ich habe sie auch alle zu meiner Hochzeit eingeladen. Da war eigentlich diese Band schon nicht mehr so vorhanden. Und da waren schon Teile der neuen Band dabei. Und das hätte wirklich auch schwierig sein können, aber das hat funktioniert. Wir haben sogar innerhalb der Trennung noch ein Konzert gespielt in England, soweit ich mich erinnere. Also eigentlich mega, haben alle Größe bewiesen und dennoch ist dann was hängen geblieben, was sehr ungünstig ist, energetisch. Ja. Da hat dann eben ja, dieses Nicht-mehr-Zusammensein dafür gesorgt, dass da böses Blut entstanden ist sozusagen, ja. Aber im Nachhinein, eben nach einer längeren Zeit der Trennung und nicht sofort, was eigentlich auch sehr kurios ist. Also gibt es schon ein paar Menschen, wo ich sage, wow, ja, könnte wieder passieren. Ich habe ja auch eigentlich meinen ältesten Freund wiedergefunden und jetzt in gewisser Weise auch wieder verloren. Also wir sind gerade wieder in einer deutlichen Stoppphase angelangt, weil da eben jetzt auch, obwohl das Wissen vorhanden ist, wenig Wachstumsbereitschaft da ist, so aus meiner Sicht. Und ich weiß, dass er das irgendwann hinkriegen wird, aber es macht jetzt gerade keinen Sinn. So sehe ich das. Ja. Das hat sich gerade wieder so ein bisschen getrennt. Aber dieser Mensch kam auch wieder zurück in mein Leben. Ja. Momentan halt haben wir wieder ein bisschen eine Pause. Ohne, dass wir Stress oder Streit haben, gar nicht. Ja. Sondern einfach die Interessen und auch die Interessen in der Wahrheitsszene sind so deutlich unterschiedlich. Ja. Ich schaue mir ganz andere Sachen an, ich beschäftige mich mit ganz anderen Dingen und er beschäftigt sich noch viel mit dem Außen, mit den Details, mit den politischen Dingen und auch viel mit Hopium, ja, und aber auch viel mit Dumium. Also das geht wirklich hin und her, das ist aus meiner Sicht wirklich sehr wenig zielführend und bringt mir auch nichts, wenn diese Dinge durch ihn dann ständig wieder zu mir gelangen und auch einfach in der Deutlichkeit zu mir gelangen, die mir dann irgendwann auch nicht mehr gut tun. Also das bringt einfach nichts. Genau, auch Wachstumsbereitschaft, das heißt Impulse, die man bekommt, die werden dann auch nicht umgesetzt. Also das ist halt gerade der Stand. Ja, aber grundsätzlich habe ich ein großes Vertrauen, dass er das irgendwann hinbekommt und vielleicht sogar, weil er eigentlich besser angebunden ist als ich, schon viel früher, ganz andere Erfahrungen gemacht hatte und auch deutlich medialer veranlagt ist als ich, könnte auch unfassbar schnell an mir vorbeiziehen. Ja? Wir sind ja nicht viel auseinander, aber eben so entscheidend, dass es gerade eben nicht viel Sinn macht, sich miteinander deutlich zu beschäftigen, sage ich mal. Also es könnte schon noch was geschehen in dieser Hinsicht. Also in Hinsicht auf alte Freunde, die wieder in unser Leben treten. Da können wir uns auf einiges gefasst machen und ich habe mich auch mit niemandem angefeindet. Ja? Also nicht von meiner Seite aus.
Ich weiß, dass die anderen Seiten da zum Teil anders drüber denken, aber von mir gibt es da keine Energie, also keine negative Energie. Ich würde mich immer freuen, wenn ich die treffe und würde dann aber auch schnell merken, wie der Stand ist. Ja? Also vormachen kann man mir nichts und ich würde mich selbst auch nicht irgendeiner Täuschung hingeben. Ja? Einfach nur aus alten Gefühlen, die da noch vorhanden sind. Ja, aber insgesamt ist es wahrscheinlich sehr wichtig sogar, dass wir diese Tür wieder aufmachen. Und vielleicht dürfen wir das auch dementsprechend formulieren, dass wir das einfach mal ins Feld geben. Das kommt jetzt bei mir gerade so rein. Und das ist auch wahrscheinlich die Intention hinter dem Text, der uns hier geschenkt wurde, weil es wahrscheinlich sehr einfach ist für Menschen, die jetzt erkennen, wow, da ist ja was dran, und sich dann erinnern an diejenigen, die sie vielleicht auch deswegen abgelehnt haben, weil die komische Dinge mittlerweile glauben und sich dann vielleicht an sie wenden können. Ja? Aber wenn man diese Tür zugemacht hat, dann kommen die garantiert nicht. Ja? Und das ist tatsächlich eine energetische Tür. Also egal, was da mal gesagt worden ist, wenn ihr diesen Menschen gegenüber offen seid, wenn ihr offen seid gegenüber Wendungen, die in euren Beziehungen zu diesen Menschen stattfinden, weil egal, ob ihr jetzt glaubt, ihr hättet gerade gar keine Beziehung, ihr habt natürlich eine Beziehung zu allen Menschen, mit denen ihr mal etwas intensiveren Kontakt hattet, habt ihr immer noch eine Beziehung. Und zwar eine, die halt auf bestimmte Art und Weise definiert ist. Ja, entweder, okay, wir haben gerade eine mega Stoppphase und vielleicht dauert die auch diese ganze Inkarnation noch an. Oder man hat vielleicht auch wirklich Stress miteinander gehabt. Und dann ist aber auch etwas da. Es gibt eine Verbindung, die vorhanden ist. Und genau darüber spreche ich gerade. Diese Verbindungen bleiben einfach in gewisser Weise. Es ist sinnvoll, die ein bisschen abzuschwächen und vor allem die ungünstigen Stränge und Verbindungsschnüre aufzulösen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erzengel Michael mit seinem Lichtschwert ist da zum Beispiel eine gute Art und Weise, sich da helfen zu lassen. Und man kann es aber auch von sich aus bestimmen, ja, dass eben all diese ungünstigen Verbindungen aufgelöst werden. Und zwar dann auf allen Ebenen des Seins. Und das am besten durch Vergebung. Ja. Weil wir brauchen uns nichts vormachen, wir haben auch unseres dazu beigetragen, was eben ungünstige Konstellationen ausgelöst hat. Ja, auch wenn wir manchmal mehr und manchmal weniger dazu beigetragen haben, aber ein bisschen ist immer auch von uns darin. Ja, ich hätte zum Beispiel auch die Chance gehabt, weiterhin befreundet zu sein mit meiner Ex-Frau. Das war aber für mich nicht möglich. Da war ich noch nicht groß genug dafür. Ja, da war ich noch nicht weit genug dafür. Da habe ich dann irgendwann mal, wir waren dann essen nach der Trennung, also wir haben ja noch ein halbes, dreiviertel Jahr zusammen gewohnt, und da habe ich dann mal ein paar scharfe Sätze losgelassen. Nicht furchtbar bösartig, aber natürlich war ich in gewisser Weise auch verletzt durch diese sehr einseitige Trennung, weil sie wollte sich von mir trennen, also ich hatte überhaupt keinen Kopf, mich von irgendjemandem zu trennen. Ich hatte ganz andere Dinge gerade am Laufen. Und diese paar Sätze haben aber schon ausgereicht, dass es von ihrer Seite dann nicht mehr möglich ist. Also natürlich hat sie in gewisser Weise auch eine Gelegenheit gesucht zu sagen, nee, also der hat sich jetzt so schlecht und negativ verändert, mit dem will ich gar nichts mehr zu tun haben. Und das hat sie auch in unserem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis wirklich kundgetan, ja, was ich für ein schlimmer Mensch geworden bin, also leider. Ja. Aber klar, aus meiner Sicht ist es einfach so, dass sie darunter gelitten hat, wie das dann auch geendet hat. Und natürlich hat sie das an äußeren Dingen bei mir festgemacht. Also unter anderem habe ich auch wirklich viel Schmarrn gemacht beim Manifestieren. Mir war wirklich damals schon bewusst, ich will eigentlich diese Jobs nicht mehr machen. Muss aber mein Geld verdienen. Wir haben ein teures Mietshaus gehabt und da musste die Kohle irgendwie reinkommen. Und ich habe wirklich viel Quatsch gemacht, auch mit Geld. Ja, kann man nicht anders sagen. Also es hat immer noch so gereicht. Aber es war sehr grenzwertig. Ja. Aber aus ihrer Sicht natürlich ganz klar, aus dieser kompletten 3D-Sicht, dass man sagt, das ist negativ, das ist positiv. Und dann hat sie natürlich viele Dinge, die ich gemacht habe, als negativ einstufen können. Ja. Und dafür bin ich auch überhaupt nicht böse. Also kein bisschen. Das kann man auf jeden Fall so sehen. Und ich habe es aber gemacht, weil dieses neue Gedankengut auch viel esoterischer Quatsch bei mir
ja, gefruchtet hat und ich halt eben Dinge ausprobiert habe. Ja. Im Prinzip kommt bei mir gerade so ein bisschen das Beispiel rein, dass das meine Lehrjahre waren. Ja, und wenn ihr zum Beispiel jetzt Koch lernt, dann glaubt doch nicht, dass jedes Gericht von euch irgendwie ein paar Sterne bekommen könnte. Ja. Das wird sogar zum Teil katastrophal sein, was ihr da so zustande bringt. Also wenn ihr nicht vorher schon Hobbykoch wart, ja, gibt ja auch manchmal Menschen, die dann deutlich zu dieser Leidenschaft geführt werden und dann einfach schon vorher super kochen konnten und dann noch in der Lehre dann sozusagen ja, verfeinert bekommen und ein paar fundamentale Dinge noch lernen, die sie vielleicht vorher nicht gewusst haben, aber sie konnten schon ein paar richtig gute Gerichte kochen. Ja. Aber jemand, der eben nicht viel konnte und auch nicht viel zustande gebracht hätte, so wie ich zum Beispiel damals die Küchengruppe im Schwalbennest in der sozialpsychiatrischen Einrichtung geleitet habe, ich konnte nicht kochen. Ich habe das dann dort mit den Klienten gelernt. Es war auch nicht meine Aufgabe zu kochen, sondern es war meine Aufgabe, das Kochen zu organisieren. Und natürlich ging es darum, dass die mit Selbstvertrauen und mit ihrem Wissen und mit ihren Kenntnissen dort glänzen können. Ne? Und da war es sogar ideal, dass derjenige, der die Küchengruppe geleitet hat, ein Kochversager war zu der Zeit. Ja? Also da habe ich aber viel gelernt. Also mittlerweile kann ich immer noch nicht super kochen, aber ein paar Sachen kriege ich hin. Ja, weil ich halt auch nicht diese Liebe habe zu dieser Art von kreativem Ausdruck. Ja, ich esse gern. Aber ich habe auch nicht die Geschmacksknospen, die mich dann zum Gourmet werden lassen. Also mir schmecken oft sehr einfache Dinge, die vielleicht auch ein bisschen komisch gewürzt sind, oft sehr gut. Ja, also ich bin ein dankbarer Gast. Mich könnt ihr schnell begeistern, ja, wenn ich ein bisschen Hunger habe. Genau, aber das so als Beispiel. Also man würde ja auch nicht erwarten von jemandem, der jetzt gerade eine Kochlehre macht, dass er dann schon mega Koch ist, ja? Vor allem so im ersten, zweiten, dritten Jahr. Na gut, irgendwann sollte er vielleicht was können, ja? Aber am Anfang nicht. Ja? Und so war das bei mir auch. Ich habe halt mit einem Gedankengut auf einmal mich konfrontiert gesehen, ja, das eine ganze Welt beinhaltete. Und sich da durchzuwursteln und auch nebenbei durchwursteln zu müssen, weil ich auch noch viel gearbeitet habe, das war schon anstrengend und aufwendig. Und deswegen sind auch diese Aufträge von heute auf morgen auf einmal weg gewesen. Hatte ich ja gestern, glaube ich, drüber gesprochen. Und 2006 erweckt worden, 2007 waren die Großaufträge weg. Und ich hatte dann zwar Zeit, aber was passiert dann natürlich? Kommt die Existenzangst. Ja? Dann kommt das neue Gedankengut und man denkt, oh, jetzt könnte ich mit ganz einfachen Dingen ganz viel Geld verdienen. Ja? So, und so war es nicht. Ja? Bin dann nochmal zurück in diese Branche und habe eigentlich ja, bei wirklich relativ schwierigen Menschen nochmal echt mega hart arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Ja? Und dann dachte ich, mit diesem Geld müsste ich auch noch irgendwas anfangen. Und das war dann wirklich zu viel für jemanden, der Angst hat. Ja, Angst hatte ich da nicht. Aber ich hatte eher Angst, dass ich meine Frau enttäusche. Das war ein ganz großer Antrieb, dass ich ihr beweise, dass das funktioniert, was ich mache. Und das hat dadurch gar nicht funktioniert. Das war auch die falsche Intention. Aber das ist jetzt sehr kompliziert. Genau, aber wir müssen und dürfen offen sein für die Menschen, die sich vielleicht wieder bei uns melden und ein paar Fragen haben. Und wir wollen ja auch die Vorbilder sein für Menschen, die neu erwachen und Fragen haben. Und für die wollen wir da sein. Ja, nicht nur energetisch, sondern auch ganz konkret physisch in Gesprächen und mit einem sehr offenen Austausch. Und das können wir nicht, oder zumindest können diese Menschen uns nicht mehr erreichen, wenn wir die Tür zugemacht haben. Und deswegen wurde uns dieser Text geschenkt. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es wieder mal. Ja? Haut rein, bis dann. Ciao, servus. Wuhu! Yippie! Das war heute wieder mal ein schöner Teekessel.